Sollen wir noch eine Runde kein Druck machen? Ja. Ja. Gerne doch. Okay. Dann geht's aber direkt los. Gott. Ihr habt euch alle schon am Anfang Ach du Schreck. Ja. Natürlich habe ich mir jetzt nichts überlegt. Natürlich. Okay. Ich denke immer nicht dran, dass man sich bei Gartic. Wie oft spiele ich schon Gartic von? Ich denke immer noch nicht dran, dass man sich da was ausdenken muss. Das ist. Oh nein, das reicht nicht. Dann macht die Bindestriche die Leerzeichen einfach weg. Abkürzungen nutzen. No, ich hab noch nichts. Das geht doch nicht. Ja, dann mach hin. Schreib irgendwas hin. Fucking hell, mir ist nichts eingefallen. Es tut mir so leid. Was zum Henker? Was? What the fuck? Sonst geht's euch gut. Okay. Gott. Sonst geht's euch gut, oder? Ist es? Shit! Warte, okay, warte. The fuck? Oh Mann. Okay. Oh Mann, ich kann nicht zeichnen. Verstehen. Ach was. Wie machen wir das denn? Okay, warte, wir machen das anders. Oh Mann, ey, alles scheiße. Ach scheiße, der Hintergrund ist ja... Mein Hintergrund... So. Also ich muss sagen, Hut ab mit denen, die das wirklich mit Maus machen. Ich bin froh, dass ich mein Apple Pencil habe. Ich spiele das mit Maus. Das ist die Katastrophe immer mit Maus, aber. Besser als. Man kriegt das schon irgendwie hin. Besser als Scribble.io, das war das. Doch, das geht tatsächlich mit Maus ganz gut. Also Scribble.io ist ja wirklich manchmal. Das ist, hier kann man ja Sachen immerhin rückgängig machen. Also Scribble.io, das ist ja wirklich manchmal. Das ist vor allem das rückgängig machen, das ist so wichtig, ey. Hey Selina, grüß dich. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch sogar hey, ein bisschen. Grüß dich. Dass ich hier sogar ein bisschen besser malen kann als in Scribble.io. Das ist. Das ist vielleicht nur eine. Ja. Das ist vielleicht nur eine Einbildung, aber. Okay, auf einmal kann ich Tiere malen. Hast du auch Tiere gekriegt? Ein Tier. So, das kriegt noch Augen. Augen werden überbewertet. Nicht bei mir. Ich kann einfach nicht zeichnen. Da bist du hier nicht der Einzige. Das war eine Grundanforderung, dass wir zeichnen können? Nö. Kann er das ja auch nicht. Wie soll er das von anderen erwarten können? So. So, jetzt fehlt das Wichtigste noch. Noch nicht Schluss machen. Mann, ey. Wie soll ich das denn in der Zeit hier schaffen? Das ist doch hier nicht. Das reicht. Das reicht. Aber weiß es. Ich frage, ob das irgendjemand.
Tja. Erkennt, probier's einfach. Ja, gell. Fertig. Reicht, reicht, reicht. Nein. Jawohl. Selina, wo du den Link herkriegst, das ist ganz einfach. Den verschicke ich. Wie er dabei so lacht, so. Tja. Super einfach, ne? Ich hab eigentlich drauf. Ich hab mir jetzt gerade bildlich vorgestellt, wie Liz einfach nur auf sich zeigt mit zwei Daumen. Weißt du, wem das am Arsch vorbeigeht? Ja, oder beziehungsweise, genau. Wem geht's am Arsch vorbei? Er hat zwei Daumen. Ich, Bob Kelso. Oh, Scrubs. Ja. Kennt doch jeder, ist nicht. Überhaupt gar keine korrekte Aussage. Also überhaupt nicht. Muss deswegen reichen. Bin ich mir nicht sicher, ob ich bin nicht ganz fertig geworden. Als Info reicht. Es gibt mehr als genug Leute, die keine Ahnung haben. Ich weiß nicht, was okay. Das ist. Oh Gott. Was soll denn das? Genau. Selina, den Link schick, verschicke ich. Den verschenkst genau, du. Genau, ich mach's auch immer so, dass natürlich die Leute, die regelmäßig da sind oder die öfter da sind oder bei denen ich mir sicher bin, dass es eigentlich alles immer schön fein ist, die kriegen auf einmal einen Link geschickt. Ach du Scheiße. Und die suche ich mir natürlich immer raus, wenn ich kreativ. Das ist ganz klar. Ja, das heißt, wenn du gerade das erste Mal da bist oder das zweite Mal da bist, dann ist das eigentlich eher unwahrscheinlicher, dass ich dann wild Links verschicke. Genau. Aber mit dem Fall schicke ich dir mal ein, weil du warst vorhin auch schon da. Also wenn ich jetzt neu da wäre, würde ich jetzt behaupten, ich wäre schon öfters da gewesen. Ich bin auch schon lange Ihre Zuschauer. Ob wir das hier hinkriegen. Was soll ich denn das? Ich muss gleich schon wieder Tiere malen. Okay. Zip, zip, zip. Ich brauche viel zu viel Zeit für das hier. Zip. Zwip, zwip. Babum. Ah, passt schon mal irgendwie so. Und babum. Ach, verdammt. So machen wir den Rest hier noch. Dafür ist jetzt keine Zeit. Oh, irgendjemand ist schon wieder fertig. Nice. Oh nein. Ja, bei der Kreativität weiß ich nicht, was ich dazu nochmal soll. Bin auch fertig. Nein. Ich habe doch erst einen Teil, ich will doch nicht. Obwohl ich sehr überlegt habe, wie ich das jetzt zeichnen soll. Ich hoffe, ihr kennt das alle. Das Wichtigste hier noch dazu. Damit verfeinern können wir gleich noch. Irgendwie. Du. Vielen Dank für deinen Host. Oh, ist Ninja Drachengirl ist da. Grüß dich, ich hoffe, dir geht's gut. So, jetzt muss ich aber noch das andere malen hier, was eigentlich noch viel wichtiger ist, damit das ganze Bild überhaupt noch einen Sinn ergibt. Malst wieder nur die Dinge, die du nicht malen musst. Ich habe nur gerade festgestellt, dass ich mir zu viel Mühe gegeben habe bei einem Dings. Deswegen... Muss ich nur mal hoffen, dass ich das zweite noch hinkriege. Das Schönste ist,
wenn du irgendwie Dings sagst, weil du den Begriff nicht kennst, eine andere Person weiß, was du meinst. Und du denkst ja so, ah, Seelenverwandter. Und beide sagen dann, ja, das Dings da. Du erklärst den Begriff, dir fällt der Begriff aber nicht ein. Und so ein paar Stunden später oder Tage später, das heißt ja so. Viel lustiger war das damals bei uns im Board, das war nicht Dings da, sondern Ding Ding. Ich musste mal zu einem philippinischen Koch gehen und versuche mal jemanden auf Englisch zu erklären, dass du ein Pastiertuch brauchst. Was brauchtest du? So ein Pastiertuch. Das ist halt wir haben unseren eigenen Glühwein hergestellt und damit halt diese ganzen Anis-Sachen und so nicht im Glühwein schwimmen, sondern nur der Geschmack durchgeht, hast du halt so ein Tuch reingemacht. Und ich gehe zu ihm hin, the white ding ding to put into the Glühwein. Und er hat mir direkt ein Pastiertuch gegeben. Egal, was an Bord du gesagt hast, Ding Ding, jeder wusste, was gemeint war. Universalwort. Funktioniert, glaube ich. Ist, glaube ich, ganz gut geworden. Ja, also, genau. Also, das ist mit Händen und mit Händen. Muss reichen. Ja. Manchmal auch, ja. Das ist richtig. What? Ah, okay. Da kommt mein Nerdherz rum. ich weiß, was er hat. Oh Gott, wie heißt das? Ich weiß nicht, was das hier ist. Also meins ist wundervoll gezeichnet. Ich bin gespannt. Also, das ist einfach nur gut. Schön beschrieben. Alter, what? Was ist... Ich verstehe... Ich kenne zwei von den drei Begriffen nicht. Ach doch, es ist bloß falsch geschrieben. Jetzt verstehe ich es nicht mehr normal. Genau. Es ist bloß ziemlich scheiße geschrieben. Aber es ist... Wie sieht denn das aus, das Ding? Ich hab doch keine Ahnung. Sah das so aus? Das war doch hier irgendwie was. Ich hab doch das niemals. Ich und Tiere. Und einer schon fertig. Okay, das sieht aus wie ein Tennisball. Ich finde das nicht gut, wenn Leute so kichern. Das heißt immer was cool. Oh Gott. What are you doing? Fragst du uns, was du tust, oder? Nein, ich frag tatsächlich mich. Oh fucking. Okay, ich glaube, Liz kriegt's wieder. Los, auf geht's. Bemühe dich mal. Okay, Liz, geht klar. Selbstgespräche führen. Führst du etwa nie Selbstgespräche? Doch, ständig. Ja. Mama hat das auch immer gemacht. Mütter machen das sowieso immer, damit sie ihren Kindern keinen Blödsinn erzählen. Ich glaube, keine Ahnung. Ich bin immer auf der Arbeit und kriege immer ganz große Augen. Das könnte sein. Ich rede gerne mit meiner Katze. Wie Gandalf in Herr der Ringe immer sagte, das ist eine bekannte, eine berühmte... Okay. Angewohnheit, der Zauberer, sie suchen sich immer den intelligentesten im Raum aus, um mit ihm zu reden. Mit wem redet Gandalf? Mit sich selbst. Ja. Die Zauberer suchen sich immer den intelligentesten im Raum aus und deswegen reden sie immer mit sich selbst. Das ist natürlich auch eine Variante. Hat er plötzlich eine Frisur? Ich hab doch gesagt, Kichern bedeutet nichts Gutes. Ja. Moment. Ach, so. Was ist das? Wolf, du bist ruhig.
Mir ging es die letzten Tage nicht so gut, meinten ja Drachenkopfschmerzen und so. Streamer ganz chillig, bisschen Fortnite, bisschen Rocket League. Auch wenn es nicht so gut lief. Ach komm, Hauptsache hast du Spaß gehabt. Was zur Hölle passiert hier? Oh, okay. Das ist auf jeden Fall wunderbar gezeichnet. Was zum... Er könnte... Ein anderes Tier. Gibt's ja irgendwas ohne Tier? Ich weiß es nicht, aber da war irgendjemand... Das war eine sehr tierlastige Runde, ja. Also ich hätte eine Frucht zum Schluss. Irgendjemand war sehr, sehr kreativ. Sicher, dass es eine Frucht sein sollte. Also, nee, schau doch mal, aber... ein Pilz und eine Maus gehen nach Hogwarts. Es tut mir so leid. Du das Scheiße, tut mir so leid. Ist... Ja, ich hab's nicht ganz... Alter, das ist... Nee. Ich bin normal nicht... Fliegenpilz, eine Ratte vor Burg Mie. Ja, Hogwarts, ich hab's versucht. Ah, ich hab da das, aber noch gut. Ich hab versucht, noch Harry Potter daneben zu zahlen. Das ist zum Ja, das ist super schwer gewesen. Vor Stadtmauer. Ich gab nicht so schnell raus. Red, was ist das für ein Tier? Also Hogwarts hat sich... Ohne Maus, die kam gut an, wenigstens. Also Hogwarts hat sich nicht lange gehalten, das ist... Ja. Ich hab überlegt, ich so, mit dem langen Schwänzchen muss das ja eine Maus sein. Ja. Aber die Füße, guck dir mal die Füße und die Ohren an. Die Füße ist der Hammer. Und das sieht aus wie auf den Schnabel. Ich musste noch die Mauer machen. Dann irgendwie eine Stadt wollte ich noch mal, aber ich kam nicht mehr mal. Dann Pieces Time Ding und ich musste mich beeilen. Die legendäre Rundohrschnabelmaus, ja? Wer kennt sie nicht? Die einlegende Wollmilchmaus. Ja. Gut, das mit Hogwarts war schwer. Ich wurde so ein Pilz und dann und eine Maus und dann. Was machen die? Und dann geht der Timer, geht rum und so, oh shit, die gehen nach. Und dann ein Ort, die Frau, ein Ort, Hogwarts. Oh, fucking hell. Okay, Toran. Das kam an. Ja, ich dachte mir so. Ich wusste nicht, wie das Symbol davon aussieht. Ich habe doch Green Lantern nie geguckt. Ich musste das da zeichnen. Ja, eben, ja, das ist schwer. Ich habe dann einfach geraten, wie es aussieht. Ich hab's geguckt. Grüne Lantern gemacht. Dann hatte ich Green Lantern, das ist dann. Ich habe da einfach geraten, vielleicht sieht es so aus. Oh, Zwergi hat sich bemüht, ja. Ich wusste nicht, wie das aussieht. Ich habe dann einfach. Grüner Pokéball. Ja, das ist auch ein grüner Pokéball. Ich wusste nicht, ich kannte das nicht. Ich wusste, ich hab mir gedacht, vielleicht sieht so aus, also würde es in meiner Fantasie aussehen, wenn das irgendwie nett war. Bei mir, ich habe auch irgendwie mit Strichen und dann war da auch noch ein Kreis. So unsicher. Aber Julia hat's schön gegoogelt. Finde ich das super gemacht. Das so erfinden, wie soll man Entschuldigung, What? Wie. Sorry. Bären beim Picknick. Das ist ein Picknickkorb. Ein brauner Bär. Ja, das hat sie nicht sehr an. Oh. Tja, das habe ich sehr gut gemacht. Jonas, du musst überhaupt nicht ins Discord. Du kannst aber das Grr habe ich mitgenommen. Das ist das Grrrsli-Bär. Das fand ich echt gut. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Wolf, aber nee, dann war es. Ja, ich habe den Bär so gut rund gemacht noch, ja. Der Bär ist sehr, sehr gut geworden. Ja, ich finde es toll, wie ich das Grr noch mit übernommen habe. Nein, Satz. Grrrsli-Bär. Der Grizzlybär, genau. Wunderbar. Das ist gut durchgekommen, aber. Also gut, okay, aus einem wunderschönen Picknick wurde natürlich einfach die Kiste anbrüllen. Ja. Ich würde nur sagen, Picknick ist ein bisschen schief gelaufen. Wenn die rot-weiß sein müssen, dann wäre ich vielleicht drauf gekommen. Ja. Und Wolf hat mich schon angemault, dass Grizzlys nicht grau sind. Ja, auch nicht. Jawohl. Oh, der Wolf friert das Wartezimmer gerade ein. Das ist richtig. Hallo. Hallo. Servusle. Hm. So, Julia, ja, das habe ich sofort erkannt, wer auch immer das vorne gezeichnet hatte. Soll das jetzt die Werbung sein? Ui! Schau an, was die Lena gemacht hat. Werbung für, wie heißt das Getränk? Ja, Julia wieder. Das hat sich nicht gehalten. Die Fanta ist nicht geblieben. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, machst du mal was Einfaches? Cola-Küste. Orange habe ich nicht mehr erkannt. Eigentlich war es, ja. Aber was nicht Cola Küste Orange? Ein Kiwi? Ernsthaft? Ja, das ist eine braune Kiwi? Frucht. Ernsthaft? Oh Gott. Das ist das Einzige, was dann noch in der Kante ist. Die ich je gesehen habe. Also eine braune Frucht? Sorry, das ist überreif. Es ist eine braune Frucht mit Blättern oben drauf. Das könnte. Das, ich meine, eine Kiwi hat keine Blätter, aber es ist das. Die einzige braune Frucht, die irgendwie halbwegs rund ist, ist eine Kiwi für mich. So schnell geht's.
Können auch eine Kokosnuss sein. Ah, ja, natürlich. Ja, ja, das ist zum größten Teil durchgekommen. Das ist natürlich schwer. Das sieht super aus. Oh Mann. Ja, die Tastatur. Ja, ist durchgekommen, sehr schön. Das ist wunderbar durchgekommen. Schau mal, das ist geil. Oh, sehr schön. So gut. Ja. Sehr schön geworden. Ey, perfekt eigentlich, ey, klasse. Das wird gespeichert. So, genau, so schnell jetzt, ja genau, so schnell geht's. Weiter. Wo müssen jetzt die Musik eigentlich aus? Ein Zwerg reitet auf einer Katze. Naja, nicht ganz so, aber ja. Ein Zwerg reitet auf einer Katze? Ah, okay. Schön, dass ihr Zwerg nur so darstellt. Ach. Ja, ein Gartenzwerg wurde da schnell draus. Und reitet auf Lilly. Yay! Ein richtiger Zwerg sieht doch anders aus. Oh, das habe ich sogar. Jetzt einen Gartenzwerg macht. Ja. Zwerg, der auf Lilly reitet. Ja. Wunderbar. Ich hab den gemalt. Ich so, stimmt, der braucht noch ein Mützchen, sonst sieht er aus wie ein Baby. Ja, genau. Das ist so, wie ist ein Baby kein Baby, wenn es eine rote Zipfelmütze hat. Aber wenn genau. Ich mein Kind habe, mache ich genau das und schicke dann in die Gruppe ein Bild. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, was ich als erstes gemalt habe. Jawohl. Und Zwergi, auf geht's. Ja, das war die Kreativität schlechthin. Ja, Red hat es so gut gezeichnet. Sehr schön. Ich habe das extra vom Discord abgeguckt, so wie er aussieht im Discord. Ja, es ist... Kreativität auch in meinem Satz. Ja. Das ist Männchen mit Hut. Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht. Sehr schön. Da geht der Hut her. Kind, jetzt bin ich auch einfach wieder ein Kind. Kind mit Zylinder. Jetzt bin ich zum Kind geworden. Das ist Kinder, die mit Zylindern rumrennen. Oh, eine Klage. So ein Kind hat doch kein Mützchen auf. Kind mit Zylinder bin ich geworden. Das ist ja interessant. Kind mit Zylinder. Ich werf mich weg. Geburtstagsgut wäre besser. Also in Among Us habe ich wirklich am Anfang, also in den ersten Runden, die ich gespielt habe, habe ich wirklich Zylinder getragen. Bis die Ikone gefunden habe. Das ist dieses natürlich. Das Naheliegendste. So, okay. Nach zwei Runden sage ich Adieu. Und sage vielen Dank, hat Spaß gemacht.